Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir wieder über einen spannenden Philosophen. Diesmal über einen meiner Lieblingsphilosophen, Sokrates. Viel Spaß! Ja, ich finde Sokrates sehr inspirierend. Dieser Mann hat stets nach der Wahrheit gesucht und er war bereit, mit allen und jeden darüber zu sprechen. Ja, er hat die Leute auf der Straße angesprochen, beziehungsweise auf dem Marktplatz und hat sie ausgefragt, hat sie gefragt, hey, was ist Wahrheit, was ist Ehre, was ist dies, was ist jenes, ja, und hat mit den Leuten Gespräche geführt. Und er hat die Leute auch ein bisschen getestet, ja, weil viele Leute der Meinung waren, ach, ich weiß alles, ich habe all die Antworten. Und dann kam Sokrates und hat gesagt, ah, das ist ja interessant, du weißt alles, dann erklär mir doch bitte dies und erklär mir doch bitte jenes und so weiter. Und zu seiner Zeit war es sehr unüblich, mit allen Leuten zu sprechen. Ich meine, die Leute haben in ihrer Klasse miteinander gesprochen, ja, in ihrer Gesellschaftsschicht haben sie miteinander gesprochen, aber sie haben nicht mit den Leuten gesprochen, die ihrer Meinung nach unter ihnen sind. Und Sokrates hat mit freien Menschen gesprochen, mit Sklaven, er hat mit Männern gesprochen, mit Frauen, ja, mit allen Leuten, die ihm in den Weg kamen. Ja? Allen Leuten, die bereit waren, mit ihm zu sprechen, und eine ganze Menge Leuten, die eigentlich nicht mit ihm sprechen wollten. Also er ist den Leuten ganz schön auf die Nerven gegangen. Ja? Er ist ihnen auf die Nerven gegangen mit seinen Fragen, aber er war wirklich interessiert. Er wollte wissen, ob die Leute wirklich so viel wissen, wie sie behaupten. Ja, es gibt diese Anekdote, dass ein Orakel gesagt hat, Sokrates ist der weiseste Mensch in Athen. Ja, und als Sokrates das hörte, hat er sich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin doch nicht der weiseste Mensch. Ich weiß doch gar nichts. Ja, und deswegen hat er mit all den Leuten gesprochen, die behaupteten, dass sie viel wissen. Und er hat sich mit ihnen unterhalten und hat ihnen Fragen gestellt und, ah, okay, du meinst also, du weißt etwas von der einen Sache oder von der anderen Sache, dann erklär mir doch mal. Und sozusagen, ja, erklär mir ist, als wüsste ich gar nichts. Ja, denn ich weiß nichts, also erklär mir das so, als wäre ich komplett bescheuert. Ja, als wäre ich total dumm. Erklär mir das doch mal. Ach, was ist Wahrheit? Was ist Ehre? Was ist gut? Was ist falsch? Und so weiter. Ja. Und er hat herausgefunden, dass Leute gar nicht so viel wussten. Ja, und das hat sie sehr genervt. Das hat sie sehr gewurmt. Ja, denn sie dachten, sie wüssten alles. Und dann kommt Sokrates und zeigt den Menschen, dass sie eigentlich gar nichts wissen. Und das kann einen ganz schön im Stolz verletzen. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum sie ihn hingerichtet haben. Ja, sie meinten, ah, er korrumpiert die Jugend, er leugnet die Götter und so weiter. Also er korrumpiert die Jugend, ist immer, was Leute sagen über große Philosophen oder große Prediger oder was auch immer, ja, große Leiter von Bewegungen. Genau, also er korrumpiert die Jugend, er leugnet die Götter und so weiter. Das haben sie ihm vorgeworfen, aber es kann sein, dass die meisten Leute ihn eigentlich nur loswerden wollten. Ja, sie wollten nicht ständig diese Nervensäge haben, die ihnen ständig Fragen stellt, die sie nicht beantworten können, obwohl sie behaupten, alles zu wissen. Ja, das war Sokrates, ja, sehr inspirierend. Aus meiner Sicht eigentlich ein bisschen schade, dass er nicht ins Exil gegangen ist. Er hätte die Chance gehabt, ins Exil zu gehen, aber er hat sie nicht genutzt. Er meinte, ach nee, ich unterwerfe mich den Gesetzen, also lasse ich mich hinrichten, was ich seltsam finde. Aber gut, das war seine Entscheidung und so endete sein Leben. Und eine andere Sache, die ich sehr interessant an ihm finden und sehr inspirierend. Er meinte, er hatte diesen Dämon.
ja, Dämon, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Dämon im Griechischen. Ja, man kann es eigentlich nicht mit Dämon übersetzen, weil im Deutschen bedeutet Dämon ein Wesen, das ein böses Wesen ist. Ja, also ein Dämon ist etwas Negatives, aber wenn Sokrates über seinen Dämon spricht, dann meint er einen guten Geist, er meint eine innere Stimme. Und er hatte diese innere Stimme und immer, wenn er etwas Falsches gemacht hat, immer wenn er seine Integrität verletzt hat, ja, immer wenn er nicht authentisch war oder wenn er nicht das Richtige getan hat oder die Wahrheit verleugnet hat, dann kam immer bei ihm eine innere Stimme und hat zu ihm gesagt, hey, das ist nicht das, was du tun solltest. Und er meinte, eben dieser Dämon, diese innere Stimme hat ihn dazu getrieben, nach der Wahrheit zu forschen. Hat ihn dazu getrieben, Leute auszufragen und herauszufinden, ob sie wirklich so schlau sind, wie sie behaupten. Und das hat er auch in seinem Gerichtsprozess gesagt. So, hey, ich hatte nie was Schlimmes im Sinn. Ich wollte eigentlich nur meiner inneren Stimme, meinem inneren Gewissen folgen. Ja? Das alles wissen wir über ihn von Platon. Ja? Platon hat vieles aufgeschrieben über Sokrates. Sokrates selbst hat nie etwas niedergeschrieben. Er hat die ganze Zeit nur mit Leuten geredet und nie etwas aufgeschrieben. Und deswegen können wir heute Platon dankbar sein, dass er über Sokrates geschrieben hat. Und so wissen wir nun ein paar Sachen über Sokrates. Und ja, ich denke, es war eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Und die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, folge deinem Gewissen, vermeide, dass die Leute dich hinrichten, aber folge deinem Gewissen, suche nach der Wahrheit. Heutzutage, zumindest in westlichen Ländern, ist das viel einfacher als im antiken Griechenland, die Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit zu suchen. Und jetzt, da wir dieses Geschenk haben, der Meinungsfreiheit, zumindest in manchen Ländern, sollten wir es nutzen und sollten nach der Wahrheit suchen und sollten mit Leuten kommunizieren, sollten miteinander sprechen. Ja, ich denke, das ist, was die Gesellschaft voranbringt, wenn wir nach der Wahrheit suchen und mit Leuten diskutieren und ins Gespräch kommen und versuchen herauszufinden, ob das, was wir glauben, auch der Wahrheit entspricht. Ja, ich habe zum Beispiel über Sokrates gehört, dass er eigentlich gar nicht ein so großer Zweifler war, was seine eigenen Überzeugungen angeht. Ja, dass er eigentlich schon ein paar Überzeugungen hatte, die eigentlich nicht standgehalten hätten, wenn jemand, der genauso ist wie er, ihn ausgefragt hätte. Ja, also Sokrates hatte auch bestimmte Meinungen, die vielleicht nicht stimmten, wie auch immer. Man schreibt ihm dieses Zitat zu: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, und ich denke, das ist ein besseres Bild, ja, wenn wir uns vorstellen als einen Mann, der wirklich so an die Welt herangegangen ist, der gesagt hat, hey, ich gehe erstmal davon aus, dass ich nichts weiß. Und das hat ihn weise gemacht und das hat ihm ermöglicht, dass er nach Antworten sucht. Denn das ist das Problem mit vielen Menschen, ich eingeschlossen. Ja? Manche Leute, ich auch, ja, wir denken oft, wir haben all die Antworten. Aber wenn wir denken, wir haben all die Antworten, dann können wir nicht nach den Antworten suchen, weil wir denken, wir haben sie schon. Aber oft sind die Antworten, die wir haben, gar keine richtigen Antworten. Oft ist das nur etwas, was wir irgendwo gehört haben oder was wir uns einbilden, aber nicht die Wahrheit. Und deswegen denke ich, dass Sokrates eine gute Herangehensweise hatte. Er hatte eine gute Herangehensweise an die Philosophie. Er hat einfach gesagt, hey, ich weiß, dass ich nichts weiß und jetzt werde ich versuchen herauszufinden, was die Wahrheit ist. Ja?
Ich denke, am gewissen Punkt sollte man schon ein bisschen Sicherheit haben in seine eigenen Überzeugungen. Ja. Ein ewiger Skeptiker zu sein, ist vielleicht auch nicht gut, weil man dann nie für das Gute kämpfen kann, wenn man immer sagt, ja, ich weiß nicht, ich bin mir unsicher. Dann fällt es einem schwer zu sagen, hey, nein, das und das ist nicht in Ordnung, das und das ist nicht in Ordnung. Dafür braucht man auch Sicherheit. Aber ich denke, der Anfang sollte so sein, dass man davon ausgeht, dass man nichts weiß. Und selbst wenn man weiß, und selbst wenn man glaubt, man hat bestimmte Antworten, dann ist es trotzdem eine gute Idee, wenn man mit Leuten im Gespräch ist, dass man nicht als Ziel hat, den anderen zu überzeugen, sondern als Ziel hat, gemeinsam die Wahrheit zu finden. Ja, ich diskutiere manchmal mit Leuten und die scheinen diese Herangehensweise zu haben, dass eine Diskussion oder eine Debatte darin besteht, dass der eine versucht, den anderen zu überzeugen, dass man Recht behält, dass man versucht, alles sozusagen, alle Argumente, alle Fakten auf den anderen zu schießen und sagen, ha, jetzt habe ich dich. Aber eine gute Debatte oder eine gute Diskussion sollte eigentlich etwas Gemeinsames sein, ja? Beide suchen nach der Wahrheit. Okay? Also bleib skeptisch, suche nach Antworten und wenn du meinst, du hast Antworten gefunden, dann steh ein für das Gute und vertritt das Gute mit voller Sicherheit, aber bleibe trotzdem immer noch offen dafür, dass jemand bessere Argumente hat. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Es ist, wie gesagt, einer meiner Lieblingsphilosophen. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!